Heute mache ich Pflaumenschnecken. Dazu benötige ich 3 festere Pflaumen. Die halbiere ich und schneide sie dann in sehr feine Scheiben. In der Zwischenzeit habe ich Blätterteig auftauen lassen und schneide den in 3 Streifen. Ein bisschen plattrollen. Und nun fächerartig die Pflaumen auf den Blätterteig legen. Alles mit ein bisschen Vanillezucker bestreuen. Und ein Eigelb verquirlen. Und die Enden des Teiges damit bestreichen. Anschließend wird der Blätterteig mit den Pflaumen aufgerollt. Jetzt werden noch 40 Gramm Butter in den Mixtopf gegeben, 35 Gramm Puderzucker und ein halber Teelöffel Zimt. Alles muss jetzt 3 Minuten bei 100 Grad und Rührstufe miteinander verrührt werden. Die Butter wird jetzt noch auf die Pflaumen gegeben und inzwischen wird der Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt und die Pflaumen müssen 18 bis 20 Minuten backen. Wie immer findet ihr das Rezept unter perabellasblogspot.de. Viel Spaß beim Nachmachen!